Hey Leute, Retro Joe hier. Nicht umschalten, ihr seid schon auf dem richtigen Kanal, aber der arme Retro Gaming Panda, der quält sich ja immer für euch, für mich, für uns alle mit diesen unsagbar schlechten Spielen für Game Boy, Game Gear und was nicht noch alles. Und ich dachte mir heute, ich lasse den armen Kerl da nicht alleine durch. Deshalb gibt's heute zum ersten Mal, vielleicht nicht zum letzten Mal, Retro Panda quält sich nicht alleine. Denn Retro Joe leistet heute Schützenhilfe. Bis gleich! Hallo ihr fantastischen Leute, wie ihr schon im Intro gehört habt, haben wir heute eine ganz besondere Folge. Heute muss ich mich mal nicht ganz alleine quälen, sondern der Retro-Joe macht mit. Ich möchte auch an dieser Stelle natürlich wärmstens seinen Kanal empfehlen. Besucht ihn, lasst ein Abo da, ich packe euch natürlich den Link unten rein. Fantastische Videos erwarten da euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, der Joe wird es auf jeden Fall bereuen, dass er das auch mal mitmachen wollte. Ja, also wir haben uns überlegt, drei Spiele machen wir, und zwar ein Kampfspiel, wie ihr seht, das grandiose Pit Fighter, was dann Joe tatsächlich noch nicht gesehen hat. Oh Mann, Ohrstöpsel ist gerade rausgeflogen. Dann noch ein Rennspiel und ein Sportspiel, aber ihr werdet es noch sehen auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, oder ne? So? Ja, nichts wie los. Also die Game-Auswahl, die nicht ohne Grund habe ich Dinge wie Pit Fighter und Bill Lombards Combat Basketball bisher nicht angefasst. Gilt ja allgemein als der größte Schund, den man sich geben kann. Aber unter Kollegen muss man natürlich zusammenhalten und der Panda quält sich immer so dermaßen. Da habe ich gedacht, das kann ich dem nicht alleine antun. Deswegen kloppen wir uns jetzt mal gegenseitig mit dem Scheiß hier. Ja, aber du wirst es bereuen, ich sag dir. Ich bin sicher. Genau, ein kleines Vorwort dazu. Wir machen das Ganze über das Internet. Und zwar haben wir diese Idee gehabt, beziehungsweise der Joe hatte die Idee, dass wir mal zusammen so ein Video aufnehmen. Und da kam man in unserer Recherche auf die Seite nes.party. Da kann man eine beliebige ROM laden und dann kann man über das Internet zu zweit spielen. Das heißt, ihr werdet dann auch sehen, wie die Seite so ein bisschen funktioniert und so weiter. Ein kleines Vorwort. Wir haben natürlich im Vorfeld so ein bisschen getestet, was geht und was nicht. Im Firefox läuft es wesentlich besser. Im Chrome und im Edge hatte der Joe Probleme, sein Gamepad da drin zu konfigurieren. Ja. Das heißt, auch, auf jeden Fall den Firefox benutzen. Ich muss auch mit dem 360, mit dem Xbox One Controller spielen. Ich habe ja auch meine 8-Bit-Do-Controller, aber die werden von dem Ding ums Verrecken nicht erkannt, leider. Ja, also ich habe auch den Xbox One, also haben wir zumindest keine Ausreden, dass der andere irgendwie ein blödes Gamepad hat oder sowas. Ne? Im Gegensatz zum 360 Joypad hat das Xbox One Pad ja wenigstens ein vernünftiges Steuerkreuz. Ob das allerdings bei Pit Fighter und was wir uns sonst noch antun heute hier nicht besser wäre, wenn die Steuerung einfach gar nicht funktionieren würde, das sehen wir wahrscheinlich dann gleich. Du wirst es bereuen, aber ja. Ich würde sagen, lange genug davor rede, ihr seid wahrscheinlich gespannt. Starten wir mal. Ja. Los geht's. Ich glaube, ich bin Player 1. Du musst genau, ich bin immer Player 2. So haben wir das konfiguriert. Und hier fangen wir gleich mit dem Geilsten an. Wow. Jeder normale Mensch denkt, ich drücke nach links und rechts, um den Player auszuwählen, den Kämpfer, ne? Nix ist. Nein. Select. Ja, mit Select schaltet man durch. Ich zeige euch mal das ganze Roster. Wir haben hier Buzz, den Ex-Pro-Wrestler, der als Power einen Bodyslam, einen Headbutt und einen Piledriver hat. Ich als Wrestling-Fan kenne mich da ja voll aus. Dann haben wir Ty, den Kickbox-Champion, der einen Spin-Kick, einen Flying-Kick und einen Roundhouse hat. Im Training gewesen bei Chuck Norris himself wahrscheinlich. Dann haben wir Kato, dem ein oder anderen vielleicht noch bekannt aus Green Hornet. Ich glaube aber nicht, dass der das ist. Third Degree Black Belt. Combo Punch, Flip Kick und die Backhand. Und, oh, das war's schon. Drei Kämpfer. Hallo? Drei. Mehr brauchst du doch auch gar nicht. Also Alter, bitte dich. Selbst bei Streets of Rage gibt's mehr. Also zumindest ab dem zweiten Teil. Und das ist ein Sidescroller und kein... Fangen wir an. Ja, also wen nimmst du denn? Den Pro-Wrestler natürlich. Ja, stimmt. Okay, doofe Frage. Ja, dann nehme ich hier mal hier, ja, Backhand, hier so eine schöne Rückhand, Backpfeife. Ne? Keine Ahnung. Und los. Ich habe Angst. Ich auch. Wow. Hä? Was ist denn jetzt? Ach, ich bin da oben. Ich dachte, wir kämpfen gegeneinander. Das dachte ich auch. Ist das jetzt ein Tag-Team-Match gegen zweimal denselben Typen? Ich glaube, das ist nur die Kampagne, nur dass wir halt den Gegner doppelt haben. Ich bin da mit der roten Hose gelaufen, oder? Ich bin. What the fuck, was mache ich hier? Okay, ich glaube, X ist springen. Toll, nein, verlass mich nicht! Ich bin schon tot. Oh.
Okay. Guck mal, wie ist er mit dem Rücken? Wow. Wow. Nochmal. Also, wir haben ja so ein Vorgespräch so festgelegt, dass so vielleicht 10 Minuten pro Spiel, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Heilige Mutter. Also, okay, ich nehme jetzt mal, ich habe keine Ahnung, ob ich mit Bass überhaupt einen Move an Mann gebracht habe. Ich versuche jetzt mal mit Tai. Versuche ich mal Bass. Ich dachte, wir kämpfen ja so Street Fighter-mäßig gegeneinander. Was haben wir hier richtig Fuß da? Scheiße, da liege ich ja schon wieder. So, was mache ich denn? Achso, zack, jetzt bin ich der Blaue. Das ist ja, du bist blau. Also mit der blauen Hose. Ausweichen? Hey, das geht. Ich habe in die Ecke gedrängt und drücke jetzt einfach nur den Schlagknopf. Cool. Boah, ist das mies. Kannst du was zum Sound sagen? Ich spiele ja gerade ohne, damit ich dich höre. Ja, der ist fantastisch. Ihr hört es ja gerade alle. Und wie man sieht, meine Kampf... Ich drücke einfach in die Richtung und den Schlagknopf. Ich bin von deinen Skills im Fighting-Genre schwer beeindruckt, Panda. Mach ihn lang. Verteidige unsere Ehre. Gibst du hast Angst, dass wir eventuell in eine zweite Runde kommen. Weil du musst du weiterspielen. Naja, wir müssen ja hier auch was vom Spiel zeigen. Ne? Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ja. Du hast gewonnen. Ja, sicher, aber was willst du denn? Voll mit dem Forklift nach oben gefahren. Und zwar ganze 5 cm. Ja, scheiße, Match 2. Was? Bist du alleine? Bist jetzt raus. Bin ich das jetzt oder bist du das jetzt? Nee, das bin ich. Wieso bin ich denn raus? Was ist denn das für ein Scheiß? Aber, ja toll. Ach ja, genau, das als ihr das mal, da habe ich ja schon eine Einzelfolge dazu gemacht. Du behältst übrigens deine Lebenspunkte bis zum nächsten Kampf. Was? Ja. Okay. Weil... Ich probier's jetzt nochmal mit Kato. Ja, ich mach mal mit Tai, ja. Ne? Roundhouse Kick und sowas. 10 Minuten sind doch schon fast rum, oder? Ich hoffe. Also wie gesagt, einfach in die Richtung drücken und den Schlagknopf drücken. Ja, das würde ich ja machen, wenn ich nicht die ganze Zeit auf dem Boden liegen würde. Oh, jetzt habe ich ihn gerade geworfen. Stand da nicht eben was von Roundhouse Kick und Backslap und so? Ja. Was macht der denn da? Meine Fresse. Welcher Publisher hat denn hier bitte grünes Licht gegeben, um das hier in Handel zu nehmen? Ey, du hast gerade einen Wurf gemacht. Ich bin fassungslos. Ich hab ja schon guck das mal an. Oh, ich dachte, wir schaffen es hier mal. Jetzt tut mir leid, mein Versagen zieht uns hier selbstverständlich beide runter. Komm, tritt ihm ins Gesicht. Ins Gesicht! Ist auch geil, wenn man K.O. ist, dass man schwarz-weiß wird, ne? Ja, das war wie im echten Leben. Ja, natürlich. Okay, einmal noch. Ja, weil es gerade so viel Spaß macht. Ja. Ich glaube, am meisten Spaß macht es, wenn ich den hier nehme. Ich glaube, der Charakter, den ich gerade ausgewählt habe, der macht am meisten Spaß. Ich hatte gerade den gleichen Gedanken. Drücken wir einfach mal Start, was dann passiert. Okay, leider nichts. Ja. Egal, schön, ich nehme jetzt trotzdem Bass. Ich auch, komm hier. Oh, ja. Bildrahmen hier. Ja. Hulk Hogan, ja. Kleiner Bruder. Oh. Vor allem auch so ohne Anzählen sofort rein, ne? Ja, vor allem, das sind ja auch gar keine Animationen. Der wechselt ja einfach zwischen zwei Standbildern, wenn er kickt oder so. Das ist weder grafisch... Ja, also für mehr Animationsframes noch, war halt kein Platz. Ja, hör mal. Da kannst du ja nicht meinen, Grafik, dass... ja, ich meine, immerhin hatten sie ja damals hier diese... Wie heißt diese Bildtechnik nochmal, wie die auch bei Mortal Kombat genommen haben? Hier diese Foto... Ich kenne mich mit dem Fachbegriff gerade nicht. Ja, wie bei Mortal Kombat halt nur ein Scheiße hier. Ne? Ja, genau. So kann man das Spiel, was diesen Artstyle hatte, war zum Beispiel Street Fighter The Movie The Game. Für PlayStation hatte ich das damals. War auch ein tolles Spiel. Stimmt, da haben sie irgendwie noch versucht, diesen Film zu verwursten. Ja, ich erinnere mich. Ja. Oh Gott, okay. Ich würde sagen, hier ist genug von der Scheiße. Ja. Oh Gott, ich lade mal Bill Lombert, heißt er, glaube ich, Combat Basketball. Ich freue mich. Ja, ganz für deins, ne? Auch für deins. So, da sind wir in Bill Lombert's Combat Basket. Ich glaube, es heißt Bill Lombert. Vielleicht zeige aber von Hudson Soft, also eigentlich kann es gar nicht so mies sein. Ja, wart ab. Eigentlich. Wart ab. Lass mal das Info laufen hier. Ich hab Angst. Guck sie dir an, wie die American Bear. Genau, Bill Lombert's. Immerhin heißt der Bier. Ne? Das ist die Redeeming Quality von dem Titel. Combat Basketball.
Hier eine kleine Anmerkung. Wenn ihr das seht, dass das Bild so leicht verpixelt ist, das liegt jetzt daran, dass jetzt der Joe quasi das Spiel hostet und dadurch wird das ja zu mir rüber gestreamt und dadurch ist jetzt das Bild teilweise etwas verpixelt. Das haben wir jetzt extra so gemacht, damit ihr jetzt auch mal seht, wie das dann quasi am anderen Ende aussieht. Ja. So, genau. One, Player Two. Ab. Das heißt, ich spiele von oben nach unten und du Ach spielst so. Von oben nach unten. Ach so, ich dachte, du musst jetzt nach oben drücken. Weißt du, ja, habe ich auch gerade so instinktiv, aber nein. Also ich muss nach oben auch nicht. Also ich bin du rot. Du bist rot, ich bin blau, glaube ich. Bin ich blau? Ja, ich, ich wünschte, ich wäre blau. Ja. Okay, lass mal die Buttons checken hier. Ich habe keine Ahnung, ich laufe jetzt einfach mal. Ja. Gibt es ein Tor oder einen Korb? Ein Korb wahrscheinlich. Das ist ja Basketball. Hey. Ich habe den einen Stil. Ja, die Steuerung ist äußerst hölzern, würde ich sagen. Das ist doch vorsichtig ausgedrückt. Ich kann ich auf jeden Fall hier tackeln wie so ein Irrer? Ja, also eines der Grundprobleme ist auf jeden Fall, was ich sehe, weil die oben draufsicht ist. Du kannst ganz schlecht einschätzen, wie hoch der Ball gerade ist. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass der hier wild den Spieler wechselt. Ja, ohne Och, danke. Dass ich das beeinflussen kann. Aber die Musik ist immerhin, naja, auch nicht gut. Hä? Wo ist der Ball? Achso. Der hing gerade noch in der Luft. Das kann man irgendwie ganz schlecht einschätzen, finde ich. Der Button macht nichts, der Button macht nichts. Guck. Du hast den Tackle-Button. Wow. Ach, also ich tackle dich und dann fliegt der Ball erstmal. Ja, wo sind denn meine Spieler? Was ist denn das hier für ein Scheiß? Ja. Also die Steuerung ist etwas hölzern. Ich bin ja mal gespannt, ob wir es überhaupt schaffen, hier einen Korb zu werfen. Nee, ich glaube nicht. Ja, das hat der Snesquark nämlich auch immer gesagt, dass das reiner Zufall ist, ob man den Korb trifft oder nicht. Ja, also ich glaube, man hat ja einen Wurfknopf, ne? Und ja, jedes du hast Mal. Grundsätzlich nur einen Knopf, der überhaupt irgendwas macht. Nur der B-Knopf hat irgendeine Funktion, habe ich den Eindruck. Also ich habe sowohl ohne als auch mit Ballbesitz jeden Knopf hier schon. Wieder der Kopf wieder rausgefallen. Und da passiert einfach gar nichts. Also passen und Korb werfen hat den gleichen Button. Backcourt war ja, ist auch einfach, ne? Das ist. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Weiß ich nicht. Einwurf? Ja. Danke. Hä? Ich lag gerade irgendwas. Ich versuche mal Korb zu. Oh ja. Ja, genau. Und der wirft einfach exakt gerade dahin, wo man gerade hinzielt. Jetzt habe ich einen Puck eingesammelt? Was? Ja, hier. Das ist Combat Basketball. Also ich stelle mich mal so. Ja. Nee, und ich passe dann eher zum gegnerischen Spieler. Als. Ja. Also ich meine, Basketballspiele enden ja häufig mal so 110 zu 107 oder so. Ich glaube, das hier geht, wenn überhaupt, so eher in Fußballtor-Richtung aus. Ich befürchte, es wird bei einem 0-0 bleiben. Ja, höchstwahrscheinlich. Und das ist vielleicht auch besser so. Bist du gerade. War es jetzt eine Mine oder was? Ich glaube, das war eine Mine. Scheiße! Was für ein Müll! Es spielt sich so hakelig. Es gibt auch nur zwei Teams. Und ich glaube, die unterschreiten sich auch nur in der Fahrt. Boah, aber knapp hier. Ja, aber der tackelt dafür immerhin irgendwie 6 Meter weit, ne? Was machst du denn da? Ich versuche, dich umzubringen. Oh, ich dachte, ich mache einen Dank, aber nein. Ich glaube, Danks gibt's in dem Spiel hier gar nicht. Okay, jetzt will ich nicht testen ausschließen. Testen wir das doch einfach mal. Jetzt habe ich den hier noch Huckepack oder was? Genau, oh nein, ich hole dich gar nicht ein. Oh. Checken wir das mal. Huh? Wow. Das ist echt, echt scheiße. Ja. Und dann habe ich einen Einwurf und keiner von meinem Team ist in der Nähe. Das ist doch voll unlogisch. Ey, so. Ich hab mich schon wieder umgenockt hier. Oh, hast du mich gerade mit der Bombe beworfen? Ich würde behaupten, ja, aber ich weiß es nicht. Was muss ich denn tun, um das Scheißding hier in den Korb ja, zu das werfen? Ja, deswegen meine ich, aber man kann irgendwie ganz schlecht einschätzen, wie der Ball irgendwie fliegt. Wie out. Ich war doch gar nicht out. Hallo, Leute, komm mal her. Ah, okay, doch, einsteuere ich. So. Pass abgefangen, ich bin auf jeden Fall der bessere Combat. Es gibt auch wirklich nur diesen einen Knopf, ne? Ja. Also ich meine, Atari hat ja damals viel Geld verdient mit Spielen, die man mit einem Knopf spielen konnte. Aber der Super Nintendo hat 6 Knöpfe. Man eben, das ist ein paar Jahre her. Noch benutzen können. Die Schultertasten machen auch nichts. Ach, sind sie aber. Wie weißt du, in die andere Richtung spielen oder bleibt das so? Eine Backcourt Violation ist doch, wenn ich im gegnerischen Bereich bin und dann wieder zurück in meine eigene Hälfte passe, so wie ich Basketball verstehe. Was ist denn das hier?
Das darf man nicht? Ich kenne mich mit Basketball eigentlich gar nicht aus. Ich auch nicht so richtig. Also das meiste, was ich mit Basketball zu tun habe, ist NBA Jam. Was im Vergleich hierzu, also nicht nur im Vergleich hierzu, NBA Jam ist einfach ein Meisterwerk. Aber das heißt, es ist auch nicht schwer, besser zu sein als das hier. Das hier ist ja fast schon Körperverletzung. Komm, wirf ein. Ja, hallo? Komm, wir sind hinter uns. Du bist am Ball. Ja, ja, ich wollte nur, dass einer von meinem Team mal in die Nähe kommt. Hast du jetzt auf deinen eigenen Korb geworfen? Nee, das ist doch blau. Wir haben doch schon einen Seitenwechsel gemacht, oder nicht? Ach so! Also gehe ich mal von aus. Ja, ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, nach welchem Muster der aktive Spieler wechselt. Ja, gar nicht. Da gibt es kein Muster. Das macht er einfach völlig random. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir die Seite gewechselt haben. Ich laufe jetzt einfach mal nach oben und versuche, in den Korb zu werfen. Ob ich dann ein Eigentor mache? Ich habe noch nie gehört, dass beim Basketball jemand ein Eigentor gemacht hat. Es gibt keinen Kopf zum schneller Rennen. Mir fällt gerade nicht der Name ein. Also hier. Nur an meiner Hand. Speedball von Bitmap Brothers. Das wäre mal was Feines, aber. Das erinnert so ganz, ganz lose von der Optik dran. Komm, 3 Punkte wofür, Alter. Das ist ja, aber ganz knapp daneben, wie man so. Das ist völlig unspielbarer Unfug. Ganz grober Müll ist das hier. Mir tut jeder auch da, Mensch leid, der damals hier für 60 Euro oder 120 Mark oder so bezahlt hat. Oder stell dir mal vor, du wünschst dir das zu Weihnachten, weil du magst Basketball, denkst du, komm mit Basketball, sei nicht verkehrt. Ja, und dann bist du mit so einem Spiel Gladiators geguckt oder so. Ja. Und dann kommt deine Oma und bringt dir das hier. Und dann sitzt du die ganzen Weihnachtstage mit diesem einen Scheißspiel da. Wo du schon eigentlich nach 10 Minuten gemerkt hast, das ist nix. Das ist nicht nur nix, das ist die absolute Frechheit. Ja, guck dir das mal an. Als Kind hat man ja schon mal durchaus die Augen verschlossen von irgendeinem Spiel, die eigentlich nicht so gut waren, hat man trotzdem gespielt, aber das hätte man auch da gemerkt. Ja. Vor allem, da geht Scheiße immer ins Aus und immer dieser Scheiß-Einwurf. Ja, ich habe auch eher das Gefühl, ich spiele eine ganz frühe Version von FIFA oder so, also vom Speed her und so, ich stelle mich jetzt mal hier an die... Oh. Nee, das war's auch nicht. Komm, ich will wenigstens mal... Versuch mal, ich lasse dich mal, wir haben ja eh nur noch 30 Sekunden. Versuch du mal einen Korb zu werfen. Ich drück nicht mal in eine Richtung, ich werf einfach nur gerade auf. Ich hab einen Korb gemacht! Gratuliere! Du hast das geschafft! Ja, ich hab's drauf, ne? Das ist gerade instant mein Lieblingsspiel. Ja! Einfach aber nur weil er gewonnen hat. Ich besiege. Was hast du denn gemacht? Ich habe keine Richtung gedrückt und habe einfach nur den Knopf gedrückt. Ich habe ihn nur angetippt. Ich habe nicht gedrückt gehalten oder irgendwas. Komm, du musst mir bald auch mal eine Chance geben. Ja, komm. So. Am Ende geht das hier nur in die Verlängerung oder so. Ich stell mich jetzt mal ganz genau hin. Ja, das war... Ja, knapp, ne? Guck dir das an, der wechselt hier irre den Spieler einfach. Ich hab überhaupt keine Kontrolle mehr. Ich hab auch einen Korb geworfen. Bin stolz auf dich, Panda. So. Du musst wahrscheinlich genau auf den Punkt stehen, damit... Was ist das denn hier für ein Sägeblatt? Sind wir jetzt bei Agro Berlin oder was? Junge, 5. So, jetzt geht's ab. Jetzt weiß ich, wo ich werfen muss. Ja, wie man sieht. Und da jetzt komplett. Nix. Ich stand Pi mal da am selben. Lauf, namenloser Spieler mit blauem Giro Nummer 2. Lauf! Zeit ist zu Ende. Das ist wirklich, wirklich schade. Ich habe gerade angefangen, das Spiel zu mögen. Nicht. Ja, play again, würde ich sagen. Auf keinen Fall. Nein. Ich beende das hier. Finito. Eieieiei. Kacke. Ich krieg körperlichen Schmerz davon. Ich hab das Gefühl, mir bohrt jemand in den Schädel. Da könnte der etwas recht gehabt haben, der gute SNES-Trunk, befürchte ich. Ich sagen lassen, der ist noch nicht mal immer betrunken, wenn er so Videos macht. Ne? Ja, ne? Obwohl er hat einen guten Whisky-Geschmack. Er hat in seinem Banner so einen Jameson stehen. Jameson Whisky ist gut. Den kann man gut so trinken, das stimmt. Ich persönlich mag ja sehr gerne den Jack Daniels Honey. Den kann man auch sehr gut pur trinken. Nimm mal schottischen.
Schottischer ist gut. Mein bester Freund hat mir vor ein paar Jahren mal einen richtigen schottischen Whisky mitgebracht aus der Destillerie. Der hat mir aber alles weggebrannt. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass man richtigen Whisky ja wohl auch scheinbar mit Wasser verbindet. Ich trinke gerne Whisky, aber ich bin wirklich, wirklich kein Kenner. Also ich habe da null Plan. Am besten mische ich das Ganze mit Cola, es sei denn, es schmeckt auch ohne. Die echten Whisky-Kenner schlagen jetzt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen. Ich oute mich, ich trinke sowieso sehr, sehr selten Alkohol, wenn dann gerne Whisky-Cola. So geht's mir auch. Aber wenn du mal guten Whisky trinken willst, der aber auch etwas teuer ist, Glenfiddich, 15 Jahre alt, kostet zwar eine Flasche, glaube ich, so 45 Euro, aber der ist relativ mild. Der ist super. 45 Euro? Ich will die Flasche doch nicht heiraten. Naja, selten, aber dafür gut, ne? Okay. So, und jetzt spielen wir hier das großartige, allseits beliebte Dirt Rap, Dirt Tracks FX. Eines der bekanntesten Super-FX-Chip-Spiele, von dem ich bis vor einer halben Stunde noch nie gehört habe. Also ich kenne Stunt Race FX. Ich nehme an, das ist aus demselben Hause oder so. Aber ich würde sagen, 50 Kubik Kiddies für den Anfang mal. Vor allem geil, dass das gleich zu 125 Kubik dann springt, ne? Ja, und dann zu 500, glaube ich, ne? Gucken wir uns mal die sehen ja alle cool aus. Wir haben hier Spike, Slash, Blade, also das hier oben ist so die Hair-Metal-Band. Also so die Background-Sänger von Guns N' Roses damals. Ja. Slash hat sich allerdings verändert. Das hier sieht mir eher aus wie Mädel. Ganz leicht. Ja, dann haben wir Fang, Hawk, Nails. Hawk, was so viel heißt wie männliches Schwein. Also ist das hier nicht so Warzenschwein, ne? Irgendwie sowas. Nee, Hawk ist, glaube ich, einfach nur. Nicht die Sau, sondern halt das männliche Schwein. Und Terren, was so viel heißt wie Klaue. Die Krallen. Ja, wen nehmen wir denn? Ach komm, ey. Spike! Ich nehme Spike! Oh, die haben, glaube ich, auch alle eine eigene Musik, oder? Ich habe ja keinen Ton an, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich glaube. Ach, jetzt kann ich wählen. Doch? Ja, wähle weise. Denk, ich wähle mal nach Musik. Spike. Ach, guck mal, die haben alle verschiedene Länder im Hintergrund, glaube ich. Ah, ne, sind keine Länder. So, solche Farben nehmen keine Länder offiziell. Hier, Nails ist doch unten pink. Ich kenne keine Flagge, die unten pink ist. Guck mal, machst du cool den Mund auf, so. Ja, nimm mich. Okay, gut, dann nehme ich den Nails. Select Press. Was soll ich denn pressen? Ich mach hier auch mal einen auf Nails und dreh mal Stallone-like in heißen Film noch meine Kappe. Das war so ein. Ohne Mütze kannst du hier eine Quetzig-Folge auch nicht drehen. Geht nicht anders. Das ist Gesetz. Ja. Ich habe keine Ahnung, was Red Tag ist. Ich würde sagen, wir machen einfach Circuit. Red Tag ist bestimmt irgendwie so ein PvP-Modus oder irgendwie. Ich krieg jetzt schon Augenkrebs. Oh, Super FX-Chip-Gesichter. Da geht Super FX-Chip geht ja schon so. Eher nicht so. Mit A bestätigen. Nintendo. Achso. Sonst geht man wieder. Mit A. Nicht das A, was auf dem Xbox One Controller ist, sondern da, wo auf dem Super Nintendo A ist. In dem Fall. Das bin ich ganz halt zurückgegangen. Entschuldigung. Mensch, Panda. Das ist übrigens der Grund, warum ich mit der Xbox One Button-Belegung bis heute nicht zurechtkomme, weil die zwar gleich angeordnet sind wie beim Super Nintendo, aber vertauscht. Was muss ich jetzt auf den Xbox One Controller drücken? Den roten B-Knopf. Ist logisch. Ja, okay, hat schon. Haben wir schon? Ne? Ja, boah, ist das hässlich. Hä? Ja, wir machst fahren du jetzt. Ah, nee. Wir sind jetzt ach, es ist die Ziellinie. Okay, also ich bin unten. Ja, du bist unten. Da, ja, gefühlt. 5 Frames per Second auf jeden Fall kriegen wir hin. Ja. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie beim Panda auf dem Bild des Billon Bears Combat Basketball ausgesehen hat. Ähnlich sieht das jetzt hier bei mir aus. Also ich sehe einen Haufen bunte Flecken und in der Mitte ist ein blauer Fleck, der meinen Spieler wahrscheinlich darstellt. Bist du Erster? Aber ich bin Zweiter. Ich habe immer einen pinken Helm oder Motorrad. Ja, krass. Stunt Race. Kann man hier irgendwelche Moves machen oder so? Ich gucke gerade mal. Ich drücke mal im Worst Wild. Also ich glaube, A ist ja, also der rote Knopf auf dem Xbox One Controller ist ja doch dann Gas. Deswegen lasse ich den mal nicht los. Ja.
Also es gibt ja so in großen Chemiefabriken, ne? Oder kennt ihr bestimmt alle so Chemieunterricht aus der Schule. Da gibt's, wenn ein Unfall passiert ist und ihr so Chemikalien ins Auge kriegt, gibt's diese Augenduschen, ne? Ja, sowas hätte ich jetzt auch gerne. Ja, ich glaube, das brauche ich hier gleich. Wow. Gibt ja noch so ein extrem schlechtes Rennspiel irgendwie, so laut allgemeiner Befindlichkeit. Das heißt, glaube ich, Race Driving oder Hard Driving oder irgend sowas. Das habe ich bei GameSec mal gesehen. Das sieht auch unfassbar aus. Noch besser als das hier? Nee, das würde ich nicht sagen. Das ist zumindest mal ohne Super FX-Chip, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Aber du fährst da auch nur aus der Cockpit-Sicht und hast da irgendwie dein Lenkrad und dein Radio und so. Und das hat wahnsinnige Geschwindigkeiten. Mit Wave Race aber nicht zu vergleichen. Ja, also hier, ne, also. Ja, also, tolles Spiel. Ja, also schwer ist es zumindest nicht. Nee, ich bin ohne Probleme Zweiter geworden und ich habe nicht mal aufgepasst. Okay, wir haben auch die Junior-Klasse, ne, ja, also. Okay, ja. Ich habe immerhin 17 Sekunden länger gebraucht als du. Und trotzdem Zweiter. Ja, immerhin, ne? Kannst du mal sehen, was du für ein krasser Stunt-Race-FX-Typ hier bist. Der T-Rex ist Dritter. Wieso konnte ich T-Rex denn nicht auswählen? Hätte ich T-Rex auswählen können, dann hätte ich auf jeden Fall T-Rex gewonnen. Ja, sicher. Alter, T-Rex, hallo, das ist ja wohl. Weil ich muss ja sagen, so ein richtiger T-Rex, der hat sich seinen kurzen Arm auf dem Motorrad. Mit dem Lenker mit Speer. Natürlich nicht ganz einfach, ne? Also die Grafik. Und das machst du jede Woche? Warum tust du das dann? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich scheine eben so eine masochistische Ader zu haben oder irgendwie sowas. Du machst das doch alles nur für den Fame. Ja, sicher. Selbsterniedrigung für den Fame. Ja, ja. Für die YouTube-Millionen. Ja, ja. YouTube-Money. Money. Aber ich muss sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Hab ich jetzt grad. Mit dir macht es auf jeden Fall mehr Spaß. Alles macht mit mir mehr Spaß. Das sagt meine Frau auch ständig. Wobei natürlich Spaß jetzt im Allgemeinen bei dem Spielen. Ja, ist weit her. Falsch rum, oder? Nee, ich bin nur einmal abgekürzt, weil ich dummerweise über die Barrikade gefahren bin. Und jetzt bin ich 16. Ich habe aber keine Lust umzudrehen. Retro Joe auf der Autobahn. So, ich weiß, dass ich falsch rum fahre, aber ich habe keine Lust umzudrehen. Sollen die alle ausweichen? Deswegen habe ich ja auch schon seit ich 15 bin keinen Führerschein mehr. Nein, Quatsch. Du bist von der Polizei angehalten? Wie, den Führerschein? Nein. Den haben sie doch. Haben sie den verloren? Ich werde nicht von der Polizei angehalten. Die erwischen mich nie. Gran Turismo und F-Zero haben mich gelehrt. Oder noch besser, Need for Speed Hot Pursuit hat mich gelehrt, nicht von der Polizei erwischt zu werden. Und Mario Kart, ne? Du wirst immer die Bananenschalen aus dem Fenster. Ja, ich habe aber festgestellt, dass das im tatsächlichen Straßenverkehr nur gegen Fußgänger hilft. Und da ich Schildkröten eigentlich sehr mag, habe ich davon abgesehen, irgendwie Schildkrötenpanzer zu werfen. Also da ist auch ganz schnell, glaube ich, Peter am Hals. Wer ist Peter? Also PETA, so, die Tierschutzorganisation, die immer Skandale und so. Jetzt will ich Peter. Wer ist Peter? Und was will der Typ? Er ist ein Polizist. Ach, du bist schon fertig. Ja, ich bin noch in der letzten. Ja, ich bin gleich schon da. Keine Sorge. Weißt du, es hat so großen Spaß gemacht, dass ich mich jetzt richtig reingekniet habe. Keine Sorge. Oh, ich habe dann aber, glaube ich, auch genug von der Nummer hier. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir für einen Abschluss noch eine so eine richtige Perle uns mal angucken? Ich würde vorschlagen, entweder Shaq Fu oder Rise of the Robots. Gerne. Wobei, Shaq Fu habe ich persönlich noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich habe Shaq Fu, war mein allererstes Touched for the Very First Time Video. Und es ist grauenhaft. Noch schlimmer als Rise of the Robots? Rise of the Robots habe ich gespielt, da war ich 10 oder so. Das ist inzwischen. Gott, bin ich alt. 37 bin ich nicht. Ich muss gerade bei meiner Frau nachfragen. Ich denke, nee, nicht über sowas nachdenken. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich habe Rise of the Robots das letzte Mal vor 27 Jahren gespielt. Für mich ist ja auch immer noch vor 10 Jahren die 90er Jahre. Nee, das ist leider auch schon eine Weile her. Ja, leider.
Ja. Wir sind alt. Okay, so, pass auf. Ich mach das. Lad mal rein, wenn du es hast. Ja, ja, ich muss es nur gerade aus meinem Ordner suchen und noch entpacken. Was machen wir denn? Shaq-Fu oder Rise of the Robots? Dann machen wir Shaq-Fu, das habe ich wesentlich noch nicht gespielt. Dann hast du vielleicht einen kleinen Vorteil. Dann kannst du hier auch mal gewinnen, ne? Glaub mir, in Shaq-Fu gewinnt niemand. Nein. Das ist so ein Spiel, das gewinnt man einfach nicht. Ich bin ja auch immer noch erstaunt, dass sie da jetzt quasi so ein Remake oder zweiten Teil gemacht haben, bei Kickstarter finanziert. Ja. Wer unterstützt sowas? Dass überhaupt jemand finanziert hat, das ist... oh Mann, ey. So, da haben wir es dann schon mal. Jetzt. Lass jetzt halt, die Musik ruft gerade so schön. Oh, nee, Musik. Hier ruft nichts. So, warte. Hier wird nicht gegroovt. Nee, Groove. Ernst ist, hier, kein Spaß. Grooven ist raus. So, Shaq-Fu. Ah, von EA. Ja. Haben damals schon Scheiße gemacht, ne? Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, auch so zu Super Nintendo-Zeiten und auch frühe PlayStation und PlayStation 2-Ära, da war das mit EA gar nicht so schlimm. Ja, diese haben sie nicht gut gestartet. Ne? Ich habe schon mal eine Reportage gehört als Podcast. Kann ich auch wählen? Ach, ja, ich muss Start pressen. Die haben ja wirklich ganz vernünftig eigentlich gestartet, ne? Dass sie so den Entwicklern mehr, ja, mehr, die wurden halt auch auf dem Covern gezeigt und so weiter. Also eigentlich war die Prämisse gar nicht so verkehrt. Ja, bis sie irgendwann gemerkt haben, ey, wir können den Leuten ja voll die Kohle aus der Tasche ziehen und die merken es gar nicht. Hey, wir können auch Geld verdienen. Viel Geld. So, ich glaube, ich nehme mal hier Mr. Mephis. Also ich nehme auf jeden Fall Shaq, hallo, ich meine. Das ist auch so ein Relikt aus den 90ern, oder? Dass man irgendeinen Star-Basketballer genommen hat und ein Prügelspiel draus gemacht Michael hat. Michael Jordan hat auch sein eigenes Spiel. Michael Jordan in the Windy City, also quasi Michael Jordan in Chicago. Aber das ist laut dem SNES-Drunk gar nicht mal schlecht. Okay. Ach stimmt, das habe ich da auch mal gesehen. Das ist so eine Art Jump'n'Run, ne? Ja, genau, wo du deinen Basketball halt benutzt, um Türen zu... Also Basketball in den Korb werfen ist da... Oh Gott, ist das schlecht. Aber es sieht wenigstens gar nicht so scheiße aus. Die Animationen finde ich gar sagen, nicht mal so übel. Die Animationen, die fühlen sich etwas schnell an, oder? Ja, die sind gar nicht so übel, wenn die die Frames nicht so... Ich ringe gerade nach den Fachbegriffen. Also die bei Street Fighter wäre es halt so, dass du... Nee, hat keinen Zweck, das gerade zu erklären. Aber die Bewegungen dauern zu lange, um ein flüssiges Spiel zu ermöglichen. Das will ich damit sagen. Die sehen zwar ganz cool aus, aber die sind halt total unnötig teilweise. Kurz und knackig wäre besser. Ja, genau. Ich finde die Grafik gar nicht übel, wie gesagt. Die Animationen sehen auch nicht übel aus. Hier, guck mal. Die also im Gegensatz zu dem Spiel gerade sind das Welten. Ja, hör mal. Hier die Mumie. Ah, guck mal hier. Das ist der Taunt. Oh, ist das denn? Ja, ich habe keine Ahnung, wie hier Special Moves gehen oder so. Ist mir Kann ich so locken? Guck mal. Ja, Tastendruck hier, auf L. Auf, genau. Hier, komm. Ja, oh. Hier, guck mal. Ich habe dich getroffen, obwohl ich dich nicht getroffen habe. Das ist halt so. Ja, die Hitboxen scheinen auch etwas komisch zu sein. Ja. Wieso macht der keinen Uppercut, wenn ich auf dem Boden sitze und dann. Weil es eine Mumie ist, ey. Oh, ja. Joe. Jetzt mal ernsthaft, ich habe viele Fighting Games in meiner Laufbahn gespielt als Gamer und Bücken und Schlag heißt Uppercut. Das ist Fakt. Da kannst du nichts. Mephis heißt du. Ja. Der grüne Skeletor quasi. Ja, aber Skeletor ist schon wesentlich cooler, glaube ich, ne? Auf jeden Fall. Gott, was würde ich geben, wenn es heute endlich mal ein vernünftiges He-Man-Spiel gäbe? Ich meine, die wollen ja jetzt tatsächlich dann einen Film drehen. Echt? Ja, ja, ja. Ja, wenn der erfolgreich ist, dann wird es auch ein Spiel dazu geben. Also. So war es zumindest vor 10, 15 Jahren noch. Heute bin ich da gar nicht mal so sicher. Ich meine, wann hast du schon das so lange... Mal... Oh, ich blinke und hab da Fury stehen gehabt. Was... Ja, Shaq Fury, ne? Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal wirklich ein Filmspiel gesehen habe. Das ist irgendwie nicht mehr so wie früher, oder? Habe ich so den Eindruck. Ich meine, so zu Super Nintendo-Zeiten, jeder Disney-Film, Jump'n'Run. Jeder Actionfilm, irgendein komisches Actionspiel, Sidescrolling-Shooter hier oder so. Und die Leute haben es gekauft, aber irgendwie hat das irgendwann aufgehört, als man festgestellt hat, ja gut, an einem Sidescrolling-Jump'n'Run kann man jetzt so viel nicht falsch machen, aber sobald das dann irgendwie in 3D-Action gegangen ist, haben die Leute dann doch gemerkt, was das teilweise für ein Schrott war.
Ja, aber auch bei Jump Once fand ich, ging das so Mitte der 90er da bergab. Früher ja. Die ganzen Capcom-Disney-Spiele, ja. Super. Aber als Virgin die ganzen Sachen gemacht hat, die waren nicht richtig mistig, aber auch nicht wirklich gut. Das stimmt. Ja, aber ich sag mal, spätestens ab der PlayStation N64-Ära sind wir ja dann auch 3D gewesen und ich komme bis heute nicht mit 3D-Plattformen zurecht. Nee, ich auch nicht. Ich hab Mario Odyssey für die Switch, das haben wir, glaube ich, alle, die wir eine Switch haben. Mhm. Das ist auch geil, das kann man nicht anders sagen. Da habe ich auch ein kleines Video zu gemacht, da habe ich auch gesagt, dass ich echt kein Fan von 3D-Jump'n'Runs bin. Aber von allen 3D-Jump'n'Runs, die ich gespielt habe, ist Mario Odyssey mit Abstand das Beste. Und trotzdem komme ich da nicht so richtig mit zurecht. Danke, danke. Ich dachte, ich bin der Einzige, der nicht mit dem Spiel so richtig warm wird irgendwie. Nee. Und das liegt gar nicht mal an dem Spiel, sondern einfach daran, dass es ein 3D-Jump'n'Run ist. Mario 64 wird ja von vielen als bis heute eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich habe das damals vielleicht 3 Stunden gespielt. Ich bin da nicht drauf klargekommen. So ähnlich geht es mir aber auch mit den Zeldas. Ja, für mich 64, die mag ich auch beide nicht so. Nee, die werden so hochgehalten. Dabei sind noch die 2D-Zeldas vom... Wieso halte ich eigentlich hier überhaupt nichts aus? Weil du keine Schnitte gegen mich hast. Ich bin hier Fighting Game King. Da ist doch hier so ein cooler roter Dämon aus der Hölle. Warum hält er nicht? Ich bin irgendeine schwarze Chick mit dicken Hupen und lila Haaren. Ich könnte mit den X-Men mitmachen. Hupen über Dämon, okay. Ja. Unterschreibe ich. So, komm, jetzt nehme ich nochmal die Katzenlady hier. Ja, nehme ich hier, keine Ahnung, ihn hier. Aladdin, mit. Nimm du mal Aladdin. Ja, mit den lila Pyjama-Hosen. Sogar zumindest das Schwert von Aladdin aus der Mega Drive-Version, ne? Ja, aber zurück zum Thema. Zelda 2D finde ich besser als 3D. Ja, ich wurde mit den Dingern nie warm. Ich auch. Wobei, das hat sich dann später gebessert, so ab Wind Waker. Wind Waker ist eins meiner Lieblings-Zeldas. Genau wie Twilight Princess habe ich auf der Wii U dann irgendwann gespielt. Das finde ich auch richtig cool. Das liegt aber auch einfach daran, dass auf dem N64 nur einen 3D-Stick gab. Und ja, Kamerasteuerung klar. Und so halt da überhaupt nicht stattgefunden hat. Red mal so weiter, weil ich glaube, du bist beim Reden nämlich abgelenkt. Ja, ich guck mal gerade auf die Kamera. Erzähl ruhig. Oh, jetzt habe ich verloren. Mit 2 Schwertern. Ja. Warum benutzt du die denn nicht? Ja, das ist auch so eine seltsame Geschichte. Weißt du, der Typ fuchtelt vor dem Kampf mit 2 Schwertern rum, dann packt er die weg und tritt und haut. Und nach dem Kampf packt er seine 2 Schwerter wieder aus. Wurde das wahrscheinlich, da das hier ein Hand-to-Hand-Combat-Spiel ist, mit den 2 Schwertern während des Kampfes ruckzuck beendet hätte. Vor allen Dingen, wo steckt da die hin? Unter seine Mütze, nehme ich an. Ja. Oder in seine Ballonhosen, ja, der von MC Hammer. Aua! Oh, was für ein Rotz. Keine Ahnung. So einen Kampf kannst du nur gewinnen, wenn du eigentlich nicht hinguckst, ne? Ja, ich weiß, woran es liegt. Deine Katzen-Daddy hat nicht groß genug die Hupen. Das mag sein. Dafür hat sie einen Schwanz. Wofür auch immer das jetzt gut sein mag. Aber ich glaub, meine Damen und Herren, für sie sinkt das Niveau. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, wir sollten das an der Stelle auch beenden, bevor wir uns noch bis auf die Knochen plakieren. Thanks for the good laugh. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, Panda, hast du noch abschließende Worte? Welches von den Rotzspielen, die wir heute gezockt haben, war dir am liebsten? Also was am wenigsten scheiße ist. Ja. Traurigerweise muss ich fast sagen, Shaq Fu. Genau dieselben Gedanken hatte ich auch. Ja, nur ich dachte, kann ich das jetzt wirklich live sagen, dass es aufgenommen wird und das für die Weltöffentlichkeit, aber das war am wenigsten scheiße. Leute, glaubt's uns, wir haben jetzt 4 Spiele gespielt, die alle gar keinen guten Ruf haben und Shaq Fu ist quasi... Wenn man die mal gegenüberstellt, ist Shaq Fu Street Fighter 2 Turbo. So tief haben wir in der Scheiße rumgewühlt. Also, ja. Das alles nur für euch. Leute. Ja, ne? So. Und ich gehe jetzt und weine mich in den Schlaf. Panda, es war mir eine Ehre. Ich werde bis die Augen auch ausspülen. In dem Sinne, Retro Joe out. Lieber Joe, vielen Dank, dass du da warst. Und wie gesagt, schau bitte alle die bei seinem Kanal vorbei und wir sehen oder hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.